Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nachtaktiv Gaming. Dennis und ich spielen The Devil in Me weiter. Wir hatten einen Aufnahmestopp. Ein paar Tage sind vergangen, aber das ist ja kein Problem. Alle umzubringen schaffen wir auch so. Ja, das ist okay. Fortsetzen. Let's go. Okay, du Genie. Wo suchen wir zuerst nach Dumet? Ich suche nicht nach Dumet. Ich check Einstellungen. Ich suche nicht nach dem Met. Über den Weg läuft, super. Alter. Ich bin Vegetarier. Ist alles egal, oder? Natürlich nicht. Sag das Kate. Du weißt genauso gut wie ich. Wenn wir aufbauen und eine Kamera läuft, will sie davor stehen. Ach, Arschloch. Der Met ist doch der Typ, der abgehauen ist. Ja, das wissen die doch auch. Die wissen, dass der abgehauen ist, ja. Ja, und jetzt suchen die im Haus nach dem. Ja, nachdem der das Boot genommen hat und weggefahren ist, suchen die im Haus nach dem. Clever und smart. Haben wir das hier nicht schon? Das haben wir, glaube ich, schon gelesen hier, ne? Ja, das haben wir schon gelesen. Daran erinnere ich mich, an den Brief. Das war die Truppe, die vorher da war. Hier, Pfeiltaste nach oben. Bude abfackeln, okay. Ich habe mir tatsächlich bei YouTube eine Dings angeguckt. Eine Dokumentation über den Mörder. Ja, weil, also die Doku war, glaube ich, einfach nur die Doku war scheiße. So ist der Typ, glaube ich, mega interessant. Der hat irgendwie voll viele Sachen gemacht gehabt, bevor er hier in dem Hotel. Und danach hat er, glaube ich, auch noch weitergemacht. Das weiß ich nicht, aber das Hotel ist schon interessant. Ja. Ist der ein richtiges Horrorhotel mit versteckten Gängen, Fallen, wirklich, wirklich krass, dass er das in echt gemacht hat. So, hä? Ja, okay. Ich muss zugeben, ich habe gerade gar keinen Plan. Weil hier unten, das hatten wir ja gelöst gehabt, das Rätsel hier mit den... Oh, hier ist verwüstet. Ja, hier das mit dem mit den Zahlen im Hintergrund, da habe ich mir nochmal Videos angeguckt. Die Zahl ist gestiegen. Das war nicht die Anfangszahl. Okay. Also die Zahl ist jetzt höher gegangen. Vielleicht ist das der Mordcounter, der hier mitzählt. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Hier ist was passiert. Hier liegt auch Blut. Und wer das hier genau oder? Ist, wissen wir auch noch nicht. Ob das nur Mega-Fans sind, ob das Nachkommen sind von dem Typen oder die einfach nur wirklich Bock haben. Ich frag mich, ob dieser Hausmeister weiß, wo Dumet ist. Was? Hey, ich hab Dumets Visitenkarte gefunden. Cool. Da steht ja gar nichts drauf. Echt? Damit kann ich aber nicht viel reisen. Hier ist der Name, den wir schon wissen. Oh, aha, cool. Der hat eine Visitenkarte. Visitenkarte. Okay. Aber hier, oh, ich will nicht. Der geht da hin jetzt. Vielleicht ist das Ketchup. Ja, das ist Ketchup, natürlich ist das Ketchup. Vielleicht ist guck hier mal, sie guckt da auch was. Vielleicht ist ja eine Katze hier lang gelaufen. Ja. Und ein Waschbär. Wildschwein. Mörderburg. Achso, das ist, Das war das Skript. Ja, okay. Hat jemand da hingelegt. Aber guck noch mal auf das Skript kurz. Vielleicht hat da ja jemand noch ein bisschen was ergänzt. Lieber 360 Grad. Für ein Intro ist das hier absoluter Müll. Ja, da ist nichts neu. Noch mal runter. Nee. Also da ist auf jeden Fall eine rote Spur. Hä, die endet im Nix. Da hinten ist ein Bild. Ein Spoilerbild wieder. Was? Unten. Auf dem Boden, da rechts. Ist doch ein Bild. Wieder so eine Vision. Ach so, das hier. Das sind die Spoiler-Bilder. Ja. Und? Siehst du? Spoiler. Oh. Kette in ihn rein. Ja, okay. Wir nehmen uns vor Ketten in Acht. Ja. Ich dachte, der hätte doch auch hier so ein Problem mit den Zigaretten gehabt. Irgendwas war doch da, oder? Hier kommt man nicht raus. Verschlossen. Hier stehen immer noch die Sachen.
Ja gut, hier wird sich nicht viel geändert haben. Privat wird jetzt auch alles zu sein. Okay. Damit wir bloß den richtigen Weg gehen. Achtung. Fertig. Gruselbusel. Jamie, hier drüben. Okay, ja. Verdammt, ich dreh durch. Das ist nur Blut. Nur Blut? Nur Blut. Machst du Witze? Nur Blut. Du ziehst voreilige Schlüsse. Ja. Wir wissen nur, dass irgendwas hier langgeschleppt wurde und geblutet hat. Und das ist für dich kein Grund zur Sorge? Tja, es ist etwas schräg. Schräg. Es ist etwas schräg. Bisschen. Wahrscheinlich hat Dumet oder der Hausmeister einfach irgendein totes Tier von draußen reingezerrt. Ja, das... Vielleicht unser Abendessen. Genau. Das wird sein. Ja, das ist ganz typisch, wenn ich mal ein Tier habe, dann fängt das hier vorne erst an zu bluten. Ja, und dann schleife ich das ganze Tier durch die Bude. Der hat auf der kleinen Insel so ein kleines Reh oder so gejagt. Ja. Und dann hat das hier halt schon mal die Kehle aufgeschnitten und dann hat sie angefangen zu bluten. Ist das da oben eine Kamera? Lautsprecher? Oh, was zur Hölle? Präsentiert von Grantham Dumet. Dumet? Was? Also ist er nicht weg? Das kann keine Aufnahme sein. Nein, das kann keine Aufnahme sein. Wieso muss ich eigentlich spielen? Hä, die machen doch selber eine Doku. Ist das dann immer live, die Doku? Oder die was? Doku ist immer live. Eine Live-Doku. Das sind die bescheuert. Hä, das ist... Ja, das, oder vielleicht ist er ja... Ist er ja nicht weg. Vielleicht ist er ja auch... Vielleicht ist er ja auch involviert. Oh, ich traue mich gar nicht, nein, hier irgendwas anzugucken. Ich habe auch gesehen, dass er sterben kann. Ja, aber... Dann ist er ja nicht weg. Ich höre ihn doch. Okay, finde ich gar nicht cool. Ich laufe jetzt einfach. Einfach in den Tod. Wir laufen einfach. Uah. Wände verschieben sich wirklich tatsächlich. Ja, das habe ich ja letztes Mal schon... Gott, sieht das gruselig aus. Ja, immer. Ist gut gemacht. Kommt jetzt hier. Ey, ich find's gruseliger, wenn du läufst und es dann so schnell auf dich zukommt, als wenn du langsam gehen würdest. Nee, ich mag und man das vielleicht gar, schon da gar hinten nicht. Schrecken. Wundervoll. Oh, das sind die Handschuhe vom. Von wem? Von dem Gärtner da. Der da draußen immer lang gelaufen ist. Können wir hier rein? Das ist nur der hat das Reh hier reingeschleppt, das ganz normal. Ganz normal. Irgendwo hier ist die Küche, da bereitet. Oh Mann, warum muss ich denn jetzt hier mit so einem Taschenfeuerzeug da gedöhnt? Wie kommt sie denn da hin? Teleportation. Sie guckt sich einfach die zugedeckten Möbel an. Hilfreich. Guck doch mal hier durch die Tür, denn hier ist. Jetzt geht's los. Ja. Erster Tod. Ja, jetzt. Oh. Ein Zorspiel. Oh, oh. Das ist doch der Dämon, oder? Oder wie der heißt? Was ist passiert? Matt. Geht's ihm gut? Was zum Teufel? Stopp! Da! Das ist eine Puppe. Pass auf, ich schwöre, er ist eine Puppe. Nee, das ist ein Mensch. Meinst du? Das ist ein Mensch. Meinst du? Ui, was ist das? Das ist eine Druckfalle. Du verlagerst dein Gewicht von der Platte und... Der Typ wird von dem Ding aufgespießt. Hi. Oh. Es beginnt. Nee. Bitte. Hilfe. Okay, er darf sich ja nicht wegbewegen. Smart, smart. Jamie? Also wenn du zurücktrittst, ich würde bleiben. Ich bleib auch. Weil zurücktreten ist ja tot. Ist ja eigentlich Quatsch. Nur ein bisschen Nasenhaare. Ein bisschen drin. Popeln. Ach komm, ehrlich jetzt? Das ist ja Quatsch. Oh mein Gott. Oh mein vielleicht Gott. War es wirklich nur eine Brücke. Ja, ich... Shit, nimm meine Hand. Komm schon. Nein. So ein Blutfleck ist doch niemals durch die Puppe. Sorry, wir müssen hier weg. Jetzt. Also durch den. Charlie. Weg hier. Hä?
aber die Auswahlmöglichkeiten waren auch einfach ziemlich dumm irgendwie. Hast du ihn gesehen? Die Maske? Was zur Hölle war das? Natürlich. Wir sitzen fest. Ja, ach. Wir müssen Matt finden. Vielleicht hat er ja eine Idee, wie wir hier rauskommen. Tür eintreten. Tür eintreten. Ja. Auf drei. Auch wenig. Hä? Eins, zwei, drei. Ja, und wenn die Tür aufgeht, dann könnt ihr auch nicht raus. Das habe ich jetzt auch nicht gerafft. Vor allen Dingen, das kam von oben nach unten. Wie wollen die das denn dann nach hinten ziehen? Och, warte mal, wenn sie das ist, dann bist du ja dran. Ach, das bin ich, ne? Oh, Scheiße. Fuck. Was hab ich denn da? Hast du einen Kristall gefunden? Pass auf. Und mach dich nicht lustig. Sorry, will ja nicht, dass du dich schneidest. Der Stein ist höllisch scharf und, naja, super magisch. Es ist ein Amethyst. Er drückt, indem er einen mit schützender Energie umgibt. Ja, ich weiß. Bezeichne ihn dann nicht als Stein. Vielleicht denke ich nur, du solltest Verantwortung für deine Gefühle übernehmen und den Job nicht einem Kristall überlassen. Damit geht es mir besser. Und das scheinst du irgendwie nie zu schaffen. Okay, vielleicht war die Bemerkung blöd. Tut mir leid. Schon okay. Schon okay. Es ist weder die Zeit noch der Ort. Ich muss dir was sagen. Es ist doch okay. Nur ein Stein. Oh nein. Du hast den Kamerajob erwähnt, den ich abgelehnt habe. Ich habe dir nie die Wahrheit gesagt. Worüber? Es war kein Job, nicht wirklich. Wovon redest du? Kennst du noch meinen Freund Mary? Er hat ein Studio in Brooklyn aufgebaut. Bildende Kunst. Er wollte einen Partner. Das ist dein Traum. Ja. Es gibt keinen Cent zu verdienen, also dachte ich, du würdest zu Recht sagen, es wäre Wahnsinn. Denn das wäre es. Wieso hast du es nicht gemacht? Und mir nichts gesagt? Unwichtig. Hat sich falsch angefühlt, so habe ich abgelehnt. Du wärst eh zu kritisch gewesen. Bin mal nett. Du kannst deinen Instinkten vertrauen, ohne mir die Schuld zu geben. Wenn du sagst, dass es falsch war, war es falsch. Ich habe es abgelehnt, weil es... It would have taken me away from you. Oh, Englisch. Kurz mal auf Englisch geswitcht, das Spiel. Ja, okay. Die haben mit den Antworten nicht gerechnet. Daran habe ich nicht gedacht. Ich wollte... Was willst du von mir hören? Ich habe wohl darauf gewartet, dass sich was ändert. Insgeheim hoffe ich es immer noch. Okay, ja. Wow. Interessante Antwort. Du hättest das vorher sagen sollen. Ich weiß. Ich weiß. Aber jetzt. Ich mach das nicht nochmal durch. Was, wenn es diesmal anders ist? Ach komm, das ist unwahrscheinlich, das weißt du. Sorry. Schätze, ich bin etwas verwirrt. Wir sollten los. Gehen wir zurück zu Aaron und hauen schnellstens ab. Okay, Aaron war die mit dem Asthma, ne? Haben Sie Dumet gefunden? Weiß ich nicht. Charles scheint ganz heiß drauf, mit ihm zu reden, also vielleicht, ja. Okay, gucken wir nochmal, ob wir vielleicht noch einen zweiten Stein finden. Zwei Steine sind besser als ein Stein. Ein Stein? Wo sind denn hier die Kameras eigentlich am Spiegel? Gleich kommt so die Hand raus, das wäre auch mega, oder? So total überraschend, überhaupt nicht vor, so eine Hand raus. Nein. Hätte ich ein bisschen gefeiert, tatsächlich. Komm, wo geht's lang? Suchen wir Aaron. Oder? Aaron. Nee, Aaron, wie hießen Aaron. Die jetzt? Aaron! Ich bitte hier Aaron. Um und schließ die Türen ab. Dumet? Ja. Seine kleine Helfer im gelben Mantel? Alles zu. Ist alles zu, ja.
Und die erste Tür, die aufgeht, Falle. Die Zimmertüren sind alle zu. Hier ist einer fleißig. Oh, Achtung. Warte. Was ist das? Was ist das? Scheiße, findet das irgendjemand etwa lustig? Wie kommt das hierher? Hast du das mitgebracht? Nein. Ist sie das? Ja. Wer denn? Shelby. Shelby. Passende Nägel? Oh Gott, nicht. Wir haben sie immer gleich gemacht. Das ist er. Was? Das ist er. Im Hintergrund. Kennst du ihn? Irgendwie schon. Er war einfach so ein Typ, der immer da war. Wir waren manchmal auf den gleichen Partys, mehr nicht. Es war meine Schuld. Du weißt, dass das nicht stimmt. Ich sollte sie treffen. In der Nacht, in der es passiert ist. Wir wollten was trinken gehen, auf eine Party. Ich hab verpennt. Es war eine große Sache, auf dem Campus nicht allein rauszugehen. Shelby hat auf mich gewartet, ich kam nicht und... Da hat er sie erwischt. Es ist okay. Es ist nicht okay, verdammt. Kann es nicht sein. Ich muss jeden Tag damit leben und jetzt weiß es jemand. Jemand wollte, dass ich das finde. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung. Action, Action. Jawohl. Das ist ein mieses Gefühl. Ich habe ein mieses Gefühl. Alles klar, Obi-Wan. Kommt hier rüber, los. Ach so, Charlie! Da. Hä? Oh. Da. Hand dazwischen lassen. Beste Idee. Ja, ja. Ich kann sie nicht halten. Hör zu. Ihr müsst verdammt nochmal hier raus, egal wie. Verschwindet von hier. Los! Ja. Okay. Jamie! Charlie! Was zur Hölle ist passiert? Was ist jetzt mit Aaron? Warum rufen wir nicht nach dem? Ich glaube, es ist... Kamera, okay. Ach, wenn das jetzt die Dame... Bewegt sich nicht. Und was jetzt? Nee, Jamie. Wir sind am Arsch. Das bist du. Es muss, er ist jetzt schon. Ja, Korridore, ja. Zwischenräume. Oh, Gott sei Dank. Suche nach den Anhang. Du kannst eine Taschenlampe anmachen, ein Steuerkreuz hoch. Gott sei Dank ist das nicht gruselig. Ach, es geht. Ich finde das schön. Ich gucke nur mal nach Kameras. Ja, so bisher finde ich es nicht gruselig tatsächlich. Das Gruseligste war bisher mit der Ton, mit dem Tonabspielgerät. Ja. Was ist los? Ich fand das mies mit dem Blitzlicht. Das Licht. Ist ja noch nicht so richtig zum Einsatz gekommen. Was zur Hölle ist dein Problem? Da freue ich mich. Ich war die ganze Zeit nervös. Ich hab's als Exzentrik abgetan. Zwischen Exzentrik und Marklos liegt ein himmelweiter Unterschied. Ja, ich mag diese dunklen Sachen nicht. Gehen wir das mal durch. Du hast Dumet abhauen sehen. Hat er erkannt, dass hier ein Mörder ist und sich davon gemacht? Vielleicht. Nein, der hat die doch hergelockt. Aber wir haben Dumet überhaupt nicht getroffen. Also ist er der Typ in der Maske? Ach so, das ist der, hä? Diese Vorrichtung, das ist ein ganz schöner Aufwand. Das war durchgeplant, von vorn bis hinten. Hä, jetzt bin ich verwirrt. Wir sollten alles finden. Was es noch wahrscheinlicher macht, dass der Typ auf der Fähre gar nicht Dumet war. Ja. Okay. Jetzt wird's verwirrend. Ich meine, ich finde die Story so schon irgendwie interessant zu folgen. Ja, kann ja sein, dass das nicht Dement war. Na gut, die wissen ja nicht, wer ist. Kann einfach nur ein Typ sein. Links ist ein Foto, glaube ich. Kann man das angucken? Nee. Nee. Okay. Ist leer. So, nix. Keine Münze, kein gar nichts. Wo hat sie denn die Taschenlampe eigentlich? Die hat sie in der Hand hier. Ah, okay. Ah, ja. Okay, hält die sie wieder. Das ist die einzige Tür. Achso. Die kann man sogar öffnen. Ja, Na dann. Was für ein Wichser. Ah, was? Zugemauert in der kurzen Zeit. Los, weiter. Genau wie Haus. Ich weiß, ich will nicht drüber nachdenken. Das kann natürlich auch gleich sein. Ja klar, dass es gar nicht so viele Hotelzimmer gibt wie angegeben, ne? Sondern dass das einfach nur so... Ja, hat er sich aber nicht so viel Mühe gegeben wie das Vorbild. Der hat ein echtes Hotel gebaut. Ja, aber vielleicht hatte der ja auch Zimmer, die nicht vermietet werden.
Und wo einfach nur die Türen so einen Rahmen haben. Du kannst ja einfach hier einen Rahmen dran kleben. Ja, aber das Hotel, das haben sie ja tatsächlich komplett durchsucht, alle Räume gefunden und das waren halt wirklich alles Ich Räume. versuche mich zu orientieren. Aber ich glaube, Aarons Zimmer wurde völlig abgeschottet. Scheiße, Charlie. Wieso spielt er mit ihr? Weil sie sich am leichtesten fürchtet. Die Verwundbarste. Kennst du unsere Show? Sowas machen diese Soziopathen. Hier, oder Da jetzt geht eine da? Treppe runter. Ja, deswegen, da ist auch das Licht, deswegen soll man wahrscheinlich da lang. Und hier ist er verwirrend, weil schon wieder alles gleich aussieht. Naja. Ach so, hier kommen wir her. Das meine ich mit alles gleich aussieht. Oh, da steht er. Da ist er. Er ist total. Fest Er guckt ganz deprimiert sein Feuerzeug an, weil sie hat halt eine coole Taschenlampe. So, dann gehen wir hier rein. Was zur Hölle? Ist das ein Kind? Ah, oh, gut. Du hast auch eine creepy Kinderstimme? Ich dachte schon, ich wäre verrückt. Nein, hier war Gottes doch auch ein Herr. Kind. Das Kind ist doch weg mit Stimmt, dem Vater da. Matt. Ja, sind zusammen Mit, wir weg. nennen ihn einfach liebevoll jetzt Matty. Da ist was. Bestimmt zum Buchbild. Eine Münze bestimmt. Münze. Hoffentlich ist die viel wert. Mit. Zwei. Zwei. Ja, zwei. Besser als eins. Was machst du da? Er verbrennt sich doch die Pfoten, das wird doch irgendwann heiß. Das kleine Feuerzeug da, das ist doch fake. Oh, Charlie, jetzt passiert komm was. her. Machen wir es auf. Ach ja, ich habe vergessen, das ist ja. Die Synchronsprecher waren Tennisspieler. Oh, wieder selbstschließende Tür. Ah, wieder eine Falle. Jetzt stirbt jemand. Schon das Kühlhaus da. Schwein, habe ich doch gesagt. Nein, das Essen, das ist das Essen. Oh. Doch kein Reh, sonst halt Schweine auch. Okay. Ist auch okay. Selbstschließende Tür, sehr modern. Macht aber auch Sinn beim Kühlhaus. Soll ja auch kühl bleiben. Wir sind in einer verfluchten Matroschka. Was? Eine russische Matroschka. Also, eine Puppe, in einer Puppe, in einer Puppe. Reißt du langsam durch? Hä? Lese Was hat das vor. jetzt damit zu Wir sind tun? hier eingesperrt in der Küche eines Hotels. Gestrandet auf einer Insel. Selbst wenn wir hier rauskommen. Wie kommen wir aus dem Hotel raus? Genau. Oder von der Insel. Was steht Vielleicht da? Ist sollten wir eins das nach dem auch anderen ein an. Schwein? Natalie Morello. Oh, bist du. Kein Schwein. Oh. Natalie Morello, das müsste die Mutter sein von Das dem, ist eine ne? Die Verbindung, Frau, schreibst ne? du? Die Mutter von dem Darf ich Kind. vorstellen, unsere Vorgänger hier? Das weißt du nicht. Ja, Morello, die Stimmt. davor da waren. Fuck. Da hast du wohl recht. Lecker gekühlt. Oh, ne, was ist da? Okay, nichts. Oh, Schweinskopf. Nur Schweinsköpfe. und Beine. Ja. Vielleicht ist das. Gehen wir mal hier rein. Ich bin immer noch total un. Charlie, die führt vielleicht raus. Ja. Man darf nicht vergessen, dass Ich bis schwänze jetzt raus. alle diese Die kriegen wir Spiele, wahrscheinlich leichter auf. die wir gespielt Zurück. haben, von den Machern anders waren, als wir erwartet haben. Das habe ich nicht erwartet. Ja, Jamie! Oh. Oh, jetzt kommt seine Falle. Irgendwas mit einer Kette. Aber den spiele ich ja gar nicht. Nein, Den spielst den du. töte ich ja. Charlie? Scheiße. Und sind wir auf jeden Fall einzeln. Getrennt. Oh, schade, du bist dran. Ich bin erstmal dran. Ich weiß, dass da jemand drin war. Oh, wieder das. Ich krieg keine Luft. Warum musst du jetzt zwei drücken? Weiß ich nicht. Sender wechseln. Die
die selbstschließende Tür. Das müssen Sie hören. Warte. Ach, die ist ja alleine da geblieben, da haben sie ja gesagt. Ne? Bleib du mal hier alleine. Wir gehen. Wir gehen. Stimmt, ja. Leute? Hallo? Hey! Charlie? Sie scheint ja das... Die haben ja jetzt schon ausgemacht, sie ist das einfachste Opfer für ihn. Das hat die Gruppe entschieden. Ach, das ist der Ausgang, ja. Kommst du hier lang? Na klar! Ja, klar. Ich gehe da rein jetzt. Was soll schon passieren? Komm schon, komm schon. Sei kein verdammtes Weichei. Taschenlampe. Oh, du hast Asthma-Spray, was du nur zweimal benutzen kannst und das Tongerät. Voll. Equipped. Ja. Und schon muss ich einmal atmen. Schon ein Zug weg jetzt. Bleibt noch einer. Wunderbar. Aber das ist bestimmt wegen der Stauballergie. Staubi Staub. Ich sehe den Staub und mich juckt es auch gerade in der Nase. Ich muss, glaube ich, auch gleich. Was haben wir hier? Behandlung von was? Schlamm. Gift. Schlammölsalbe. Arznei. Hm. Dafür haben wir hier ein Schild aufgehangen, oder wie? Was ist das? Wasser haben wir auch hier. Oh, na Scheiße, ich habe gerade Walter, Walter gelesen. Warte, kann ich das da anleuchten? Nee, nee, du bist total legitimiert. Ich kann auch nicht erkennen, was das sein soll. Hier ist nochmal Schlange. Nochmal Schlange. Und das ist, weiß ich nicht. Anderer Müll. Hilft nix. Keine Ahnung. Ansehen. Ach, da drin werden die Schlangentests gemacht. Hm. Ist das jetzt so das Arztzimmer? Ja, perfekt. Mit Puppen sogar zum Anschauen. Ah. Der sieht echt aus. Der sieht aus. Der sieht ziemlich echt aus. Der sieht irgendwie nicht aus wie eine Puppe. Guck sie dir doch mal genauer an. Ja, mache ich auch. Ja, ein bisschen dichter. Die sehen beide nicht aus wie Puppen. Ich untersuche sie mal. Ja. Hallo. Oh, was zur Hölle? Die stinken bestimmt auch. Ja gut, Schlangengift. Das nehme ich besser nicht. Außer für den Gegner vielleicht, ja. Ja, antatschen ist immer gut. Oh, was soll der Scheiß? Scheiße! Jetzt was? Ach, Hölle. Wenn mir schlecht ist, einmal kurz rein, mir geht's wieder gut. Ach, nochmal. Vielleicht war das ja anders. Da kann man nicht nochmal machen. Also ihm ist schlecht. Ja, und dann Schlangengift rein. Gar kein Problem. Geht wieder gut. Wunderbar. Das macht Sinn. Vielleicht ist das ein Tipp. Vielleicht ist das wirklich ein Tipp für jetzt gleich irgendwas. Mhm. Also wenn es dir nicht gut geht, zack, Schlangengift, wunderbar. Ansehen. Oh, tja. 20% noch. Fick dich, Jamie. Hä? Fick dich, Jamie? Okay, aber guck mal, da ist da nicht ein Strich wenigstens. Dann haben die ja doch Empfang. Und WLAN? Ist WLAN nicht auch an? Ja, ne? Und aber nur noch 20% Akku. Aber auch geil, dass sie das Handy da, dass er das da so reingemacht hat, um sie auch so zu verunsichern. Da gucke ich auch nochmal rein. Ja, guck mal. Untersuchen. Schnell. Schnell. Und los. Guck. Tonaufnahme, wie bei Saw. Ja, abspielen. Für mein Team tot. Wochenende.
Professor! Charlie! Hat er gesagt, ich will mein Team... Charlie will mein Team tot? Was? Morden mitschuldig war. Okay. In welchen Morden? Ja, das weiß ich jetzt hier oder was? Das weiß ich auch nicht, weil das sind ja noch keine. Er hat, kann ja noch nicht Mitschuld haben, weil er noch nicht. Also wir okay. sind. Es ist von uns ist noch keiner gestorben. Na gut, das kann ja auch geschnitten sein, ne? Ich habe nichts verstanden jetzt. Ich will noch mal ein bisschen besser hören. Hört sich krass geschnitten an. Also da sagt er, ich will mein Team tot, ich regel das. Ja. Und dann noch irgendwas. Alles klar, hier machen wir die Folge zu Ende. Da gehen wir dann in der nächsten Folge rein. Jo, du gehst in der nächsten Folge da rein. Ich bleib hier. Solange stelle ich mich hier hin. Wie, ist mir nochmal aufgefallen, zu du hast kein... Ja, das ist doch ein schönes Bild. Dem stelle ich mich hier. Ich bin einfach ein Teil von euch. Hier okay. ist noch hinter euch. Ja. Nee, geht nicht, aber einfach dass ich nehme. Fällt gar nicht auf, dass ich nicht dazu... Eric, hallo? Oh, oh. Jamie? Oh, jetzt haben wir zu lange Zögert. Jetzt haben wir was getriggert. Oh nein. Jamie? Hä, was habe ich denn getriggert? Weiß nicht. Wer ist eigentlich Jamie? Aaron? Bist du da? Hallo? Hörst du mich? Was geht hier da vor? Das ist ein Lautsprecher, Mann. Wie kann... Du musst auf mich hören. Tu genau, was ich sage. Wer ist denn das? Nein, hör du zu. Ich hab den Chat gesehen. Was? Du und deine Freundin habt euch lustig gemacht. Gesagt, ich wäre... Aaron, hör auf. Scheiß auf alte Chats. Das ist ernst. Hör einfach zu, bevor was Schlimmes passiert. Jamie ist... Wovon ja, wollte ich in der nächsten Folge machen. Dich, wieso sagst du sowas? Was geht hier vor? Aaron, jetzt! Vertrau mir einfach, okay? Oh mein Gott. Vertraust du ihm? Ne, ich wollte ja eigentlich eh rein. Na dann. Ich mach das. Ich wollte ja eh rein. Schuss noch. Ich muss jetzt bestimmt den Stein nehmen. Jetzt leise sein und dann verkacke ich. Wer geht schon wieder? Nee, doch nicht. Der Klassiker. Jetzt guckt er nochmal zum Schrank. Da gucken wir mal rein. Das ist immer so. Licht aus. Licht aus. Wunderbar. Wo ist aktualisiert? Ja, ich weiß nicht mehr. Ist sie gestorben? Okay, jetzt ist ein guter Cut. Oh mein Gott. Wunderbar, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Ciao.